Moin, hier ist der Angelus. Willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video und einem neuen Let's Play Projekt. Ich starte heute mit Final Fantasy Rebirth. Das ist ja der nächste Teil in der neuen Final Fantasy VII Trilogie von dem Remake. Der Zwischenteil sozusagen. Mir hat bisher das Remake sehr gut gefallen. Der erste Teil hat mir sehr gut gefallen. Optisch toll überarbeitet worden. Kampfsystem interessant gemacht. Und vor allem, was mich sehr gefreut hat, auch als Kenner vom alten Spiel von 1997, ist, dass sie sich wirklich getraut haben, doch noch mit dem Remake etwas Neues zu machen und etwa einen neuen Weg zu gehen. Was natürlich riskant ist, weil viele Fans des alten Spiels das dann nicht so toll fanden. Da gehen die Meinungen ja ziemlich auseinander. Ich für meinen Teil fand es super, weil ja, die Geschichte von 1997, die war mir halt bekannt und an der wird sich ja auch nichts mehr ändern. Wer das alte Spiel spielen will, kann das ja immer wieder nachholen. Kann man ja auch auf der PlayStation 5 mittlerweile schon spielen und das steht ja für sich und das wird immer so bleiben und die Geschichte dort wird auch immer so gut bleiben, wie sie damals war. Aber mit dem Remake dann doch nochmal den Schritt zu wagen, etwas Neues zu erzählen am Ende mit den Moiren, mit den Schicksalswegen und so. Das fand ich richtig interessant. Und jetzt freue ich mich, dass es hier in Rebirth jetzt weitergeht mit, ja, mit einer ganz unbekannten Reise. Was jetzt passiert, weiß man noch nicht. Es kann sich in alle Richtungen entwickeln. Natürlich werden wir ja Bereiche besuchen, die man auch von früher kennt. Aber storytechnisch lasse ich mich da einfach überraschen und habe richtig Bock. Und wenn ihr auch Bock habt, dann könnt ihr mich hier täglich unterstützen und auch begleiten natürlich bei diesem Let's Play-Projekt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr ja mit mir auch diese Reise wieder durchleben wollt, wie auch schon den ersten Teil vom Remake. Und damit ja, starten wir rein in Rebirth mit ein neues Spiel. Wir spielen, Kamera brauche ich auf Standard. Bestimmte Soundeffekte über den Lautsprecher des Wireless-Controllers. Nein, natürlich nichts über den Controller wiedergeben. So, Schwierigkeitsgrad lassen wir in der Mitte, goldene Mitte auf Normal. Kampfsystem auf Aktiv. Und dann geht's los mit Final Fantasy VII Rebirth. Vielleicht gefällt euch das Ganze ja. Lasst gerne einen Daumen rum dafür das erste Video heute. Hey, das ist doch das Ende vom Remake noch. Nice. Beeil dich, Cloud. Ich mach ja schon. Ist doch noch hier das Intro, hallo? Wir berichten live von der Schnellstraße. Hier sieht man das volle Ausmaß der Zerstörung. Gebäude liegen in Schutt und Asche und Teile der Straße sind eingestürzt. Aus den Trümmern steigt Rauch auf. Es ist, als würde man vor riesigen Scheiterhaufen stehen. Midgar sieht sich einer bisher beispiellosen Bedrohung ausgesetzt. Die Reaktorexplosion. Der Einsturz der Platte von Sektor 7. Und jetzt ein plötzlicher Wirbelsturm über der Schnellstraße, der von Sektor 0 bis Sektor 2 große Schäden hinterlassen hat. Wie der Bürgermeister und die Stadtverwaltung in Übereinstimmung mit Shinra erklärten, geht auch diese Zerstörung auf das Konto von Avalanche. Es handle sich dabei um eine neuartige Kriegsführung durch Wettermanipulation. Auch Wutai könne in den Anschlag verwickelt sein. Man setze die Ermittlungen fort. Alles klar? Avalanche ist mal wieder schuld. Und Wutai natürlich auch. Ich meine, Shinra wollte sowieso einen Krieg anzetteln mit Wutai. Da können sie jetzt natürlich diese Geschehnisse hier super für ihre Zwecke nutzen. Als Propaganda, dass das Wutai war und jetzt ihren Krieg dann doch zu starten gegen das Volk. Aber Avalanche und Kriegsführung durch Wettermanipulation? Was denken die sich aus, ey? Die haben Fantasie. Ist ja auch Final Fantasy. Geht also direkt dort weiter, wo der erste Teil aufgehört hat hier vom Remake. Wobei jetzt ist es ja kein Remake mehr, jetzt ist es Rebirth. Eine Neuerfindung der Geschichte. Und das wäre ziemlich krass. Gerade noch aus der Stadt raus oder gerade eben so. Nein, es ist Zack. Das ist ja auch interessant, dass er wieder aufgetaucht.
Was ja eigentlich nicht sein dürfte. Das hier scheint also diese alternative Ebene zu sein. Alternative? Ja. Final Fantasy VII Rebirth. Midgar sieht sich einer bisher beispiellosen Bedrohung ausgesetzt. Die Reaktorexplosion. Der Einsturz der Platte von Sektor 7. Dieser Sturm hat hier eine ganz schöne Verwüstung angerichtet. Soll wohl irgendwas explodiert sein. Da war doch bestimmt der Wind dran schuld. Die Katastrophen reißen einfach nicht ab, was? Angehörige von Shinras Garde untersuchen weiterhin die eingestürzte Schnellstraße. Ein Verdächtiger scheint geflohen. Hey, ein Ex-Soldat. Er trägt ein Panzerschwert. Womöglich lebt er noch. Wiederhole. Potenziell flüchtiger Ex-Soldat mit einem Panzerschwert. Hey, da vorne! Bring den darüber! Mach den Heli-Start klar! Barrett? Offenbar wurden Überlebende gefunden. Tiefer! Entschuldigung! Das ist wirklich die alternative Realität. Mist. Film schnell was anderes. Hey! Hier! Ruf das Rettungsteam! Die Zielperson wurde geborgen! Wir bringen sie per Hubschrauber raus! Beeilung! Wir heben ab! Hey! Was damit? Der Helikopter ist ab! Schreckt nach Pendo, Fels zu fliegen! Verdammt! Jetzt reicht's aber! Das ist ein interessanter Anfang. Bisher. Ha. Die kennen wir doch auch noch. Das ist die Diebin. Aus den Slums. Sorry. Pass mal kurz auf den auf. Wird nicht lang dauern. Und keine Sorge. Bloß eine Markovergiftung. Okay, 13 lebt noch. Die sind alle nur K.O., also nicht tot. Aerith und Barrett und alles Mögliche. Aber die andere Gruppe, die wir kennen, hat die Stadt ja verlassen und wurde nicht geschnappt von Shinra. Das ist, wie gesagt, ein sehr interessanter Anfang gerade. Dass wir das mit Zack starten. Ich kann noch nicht schlagen, die hier die Kisten zerstören oder so. Die Steuerung ist aber ganz schön direkt. Ganz schön empfindlich. Durchsage ist ganz schön laut. Okay. Er hat sich ja gegen die Shinra-Einheit gestellt, um Cloud zu retten. Das hatten wir noch in der Sequenz noch im letzten Spiel gesehen. Rührt sie nicht an! Seht! Ein Panzerschwert! Aber Zack sollte ja eigentlich tot sein. Also wenn man nach der alten Geschichte geht. Von damals. Lambda-Vertu muss mal weg, ey. Das war's! Also weg. Hinaus! Halt ihn ran! Los! Geh gleich sofort los mit der Action hier, ey. Oh. Jawohl, genau. So nämlich. Na los, greif an!
Alles soll brennen! Fokusangriff? Scheiße! Oh, nice. Nimm das! Ich glaube, er hat eine ganz gute Reichweite. Verdammt, hab auf den Scheiterhaufen! Okay. Da ist Aerith. Früher waren die beiden ja mal zusammen, aber das ist halt schon lange her. Besten Dank. Den kannst du auch retten. Und Barrett und Tifa auch. Wobei, dann hätten wir alle doppelt. Wo ist die Zetra? Wenn die entwischt, dann sind wir geliefert. Jammert nicht rum! Sucht sie! Okay. Die Zetra ist Aerith. Die Zetra, das alte Volk von damals, wo Aerith von abstammt. Die Ureinwohner. Ich verstehe das nicht. Aha. Was ist hier los? Das würde ich auch gern wissen, was hier los ist. Aerith. Ich bin zurück. Eine Materia. Eine Beiste. Ist sie gestorben? Okay, interessant. Welt in Anführungszeichen, ist Aerith jetzt tot. Aber er lebt dafür. Lass mal hören. Dieser Sephiroth. Was genau hast du mit dem eigentlich am Hut? Tifa, ist das okay für dich? Ja, ich denke schon. Erzähl ruhig alles. Es begann vor 5 Jahren. Ich war damals 16 Jahre alt. Als Soldat hatten wir kaum was zu tun. Und wenn, dann nur Sachen, die mich nicht wirklich interessieren. Bis ich auf einmal diesen einen Auftrag erhielt. Im Team mit dem Helden Sephiroth. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Kapitel 1, der Fall eines Helden. Es gießt wie aus Kübeln. Hey, ist alles klar? Geht schon. Sieht aber nicht so aus. Also mir wird ja beim Fahren glücklicherweise nie schlecht. Bist du bereit? Klar doch, klar doch. Oh nein, ich will wieder Kniebeugen, hör auf. Dieses Minispiel. Ruhig Blut. Ist gar nicht so leicht. Kinder. Hey, wofür schickt man uns eigentlich diesmal raus? Hoffentlich nicht wieder so ein Turks-Quatsch. Das wäre echt hart. Ach ja? Wofür bin ich denn jetzt Rang 1? Unverschämtheit, dass die den Krieg einfach so beendet haben. Ich konnte noch gar nicht zeigen, was ich drauf habe. Dabei will ich doch ein Held werden, so wie du. Wir werden einen alten Makoreaktor untersuchen. Also leider eher so ein Turks-Quatsch. Ach, was soll's. Besser als Däumchen drehen. Wo geht's hin? Nach Nibelheim. Das ist ja meine Heimat. Oh. Ungeheuer versperren den Weg! Fahr drüber! Los! Wir bremsen nicht für Ungeheuer, oder?
Okay, vielleicht ein bisschen zu groß zum rüberfahren. Cloud, übernimm den da. Okay. Angeber. Hätte man vielleicht blocken können. Vielleicht. Warte im Wagen. Nichts da. Geht schon. Nee, warte im Wagen. Sicher. Wir steuern ihn. Bin so frei. Coole Kameraeinstellung schon wieder mal. Inszenierung bisher schon wieder richtig gut, ey. Sephiroth war eine Klasse für sich. Die Gegenwart. Ihr wolltet nach Nibelheim? Da wurde doch der erste Reaktor gebaut. Nicht? Hm. Ich weiß noch, es war im September. Mit dem Reaktor stimmte was nicht. Alle waren ziemlich besorgt. Und überall diese Ungeheuer. Sogar direkt um das Dorf herum. Damit fing es an. Die Nibelheimer waren damit überfordert. Also haben sie sich an Shinra gewandt. Und der Trupp, den man schickte, waren wir. Klaus alte Heimat. Nibelheim, abends. Und wie fühlt es sich an? Wie nach Hause kommen. Nach all den Jahren wieder zu Hause. Als jemand ohne Heimat ist mir das fremd. Und deine Eltern? Meine Mutter hieß Genova. Sie starb kurz nach meiner Geburt. Mein Vater... Moment mal! Genova? Wie das Ding im Shinra-Gebäude? Jo. Ja, dazu komme ich noch. Hm? Wozu erzähle ich das? Kommt, weiter. Oh... Herzlich willkommen. Ich bin der Bürgermeister Sander. Welch eine große Ehre, dass man gleich den Helden Sephiroth geschickt hat. Nun dann, wenn ich bitten dürfte. Bis zum Abend bist du freigestellt. Geil. Feierabend. Mhm. Sehr großzügig. Toll. So, das Hauptmenü öffnet sich. Okay, dort kannst du den Status deiner Charaktere oder dein Inventar überprüfen, deine Ausrüstung wechseln, Materia in Waffen und Accessoires einsetzen. Außerdem hast du hier die Möglichkeit, im Menüpunkt Einstellungen unter System viele Spieloptionen nach deinen Präferenzen zu konfigurieren. Bewegungsarten. Im Gelände kannst du mit Kreis spezielle Bewegungen wie Rollen oder Springen ausführen. Welche Bewegungsart dir zur Verfügung steht, hängt vom aktuellen Terrain, der Steuerungsart und Clouds Gemütslage ab. Seiner Gemütslage, wahrscheinlich aber gesund ist. Hauptstory, geliebte Heimat. Ja. Das ist ein Bereich, den man auch schon in der Demo spielen konnte. Aber ich werde die natürlich jetzt hier im Let's Play natürlich nicht auslassen. Auch wenn ich die Demo gespielt habe, werde ich das hier natürlich machen. Deswegen habe ich extra keine Videos von der Demo gemacht, weil ich das im Hauptspiel dann alles direkt hintereinander spielen wollte. Ja, es ist ein kleiner Rückblick. Das ist noch alles vor dem letzten Spiel gewesen, wo Cloud noch ganz neu war in der Soldateneinheit.
Er war da zwar schön auch, oder er wurde frisch befördert auf First Class, also Soldat der ersten Klasse. Und das war eine Mission mit Sephiroth zusammen. Was hier interessant ist, ist, dass Cloud hier zu dem Zeitpunkt noch ganz anders drauf war. Man merkt das auch schon, er war viel aufgedrehter, er hat viel mehr geredet und Sephiroth auch, war auch viel, also noch ganz anders, weil, ja, Geschehnisse haben die beiden halt sehr verändert. Also gehen wir rein. Könnt ihr, in die alte Heimat nicht nach Midgar mitnehmen? Von Cloud. Ich halte es nicht total verdreckt. Du hilfst beim Saubermachen, oder? Ich? Ich hab die noch nicht dreckig gemacht. Ich geh lieber mal. Ich hab Feierabend. Du musst das sauber machen. Oh. In diesem Kaff liegt echt der Hund begraben, was? An deiner Stelle hätte ich auch das Weite gesucht. Tja. Wo kommst du denn her? Hast du vielleicht jemanden, der hier auf dich wartet? Eine hübsche Dame zum Beispiel? Er ist hier aufgewachsen, wahrscheinlich ist seine Mutter noch hier. Na endlich haben sie Hilfe geschickt. Oh, der Forschungsgruppe. Seid ihr aus dem... Ein Glück, dass ihr da seid. Oh nein, Hühnchen. Komm, fangen Sie. Oh. Hey du, erzähl mal was über Midgar. Wir bereiten euch was Leckeres zu essen vor. Das verspreche ich dir. Von allen Seiten ist du ja gleich angeredet. Lauf. Wie stark bist du eigentlich? Sehr stark. Oh, ich bin so stark, dass ich hier die Kiste öffnen kann. Interessant, dass die Nachricht gar nicht kam. Grüß dich. Ob ich diesen Part überspringen möchte oder nicht. Weil eigentlich wurde das gesagt. So, Fotomodus. Oh, danke schön. Ja, den werde ich hier und da mal verwenden. So, Ausrüstung, Kampf, Gegenstände. Es soll doch auch noch die Bonusgegenstände geben, die ich... Hier, DLC und Bonusgegenstände. Herunterladbare Inhalte und Bonusgegenstände sind erst verfügbar, nachdem der Abschnitt vor 5 Jahren in Kapitel 1 abgeschlossen wurde. Okay, dann warte ich damit noch. Man hat nämlich Bonusgegenstände bekommen, auch wenn du den Speicherstand der Demo noch hast und den Speicherstand vom Remake und von Intermissions. Alle Speicherstände geben besondere Items hier als Belohnung, weil man die anderen Sachen alle gespielt hat. Das finde ich sehr cool. Hier ist alles in Butter. Oh, noch eine Kiste. Mega Trank. Ist ihr bei Soldat? Aber wir können uns hier natürlich auch noch etwas umsehen in seiner alten Heimat. Immerhin war Cloud lange nicht hier. Sephiroth ist gerade im Rathaus. Wird ihn ja gerne fotografieren, aber er wirkte sehr beschäftigt. Jetzt geht schon endlich nach natürlich. Hause. Ich spiele übrigens auf der PS5 hier wieder im Leistungsmodus. Ich würde ja auch gerne mit ihm reden. Die Besprechung mit dem Bürgermeister kannst du Sephiroth überlassen. Okay. Mein Zuhause. Das hat nichts mit dem Vorfall zu tun. Na und? Mich interessiert's trotzdem. Mich auch. Natürlich interessiert euch das. Erzähl ruhig ein bisschen. Wenn's sein muss. Clouds Haus. Mein Vater ist gestorben, als ich noch ein Kind war. Außer meiner Mutter war also niemand zu Hause. Ich hatte sie seit etwa 2 Jahren nicht gesehen. Und es sollte das letzte Mal sein, dass ich es tat. Hm? Schon unterwegs? Nicht wahr? Cloud, du hier? Hallo, Mama. Ach, wie schön. Komm schon rein. Lass dich mal anschauen, junger Mann. Junger Mann, sagt sie. Hm. Steht dir wirklich ausgezeichnet? Ihr habt ja schicke Uniformen bei Soldat. Filmriss. Ich bin ja so stolz auf dich, Cloud. Und was ist mit der Liebe? Verdrehst du den Mädchen den Kopf? Nicht wirklich. Das Großstadtleben ist nicht ganz ungefährlich. Wenn du eine feste Freundin hättest, dann müsste ich mir weniger Sorgen machen, weißt du? Ich komme auch alleine klar. Ich glaube ja,
Zu dir würde jemand passen, der etwas älter ist als du. Und dich ein wenig aus der Reserve locken kann. Ich will doch schwer hoffen, du isst auch vernünftig. Sag mal, Cloud. Aber weißt du, Cloud? Findest du nicht, Cloud? Keine Angst. Ich werde immer, immer... Das reicht jetzt aber. Der Zusammenschnitt von seiner Mutter ist irgendwie komisch, finde ich. Aber wie jung seine Mutter einfach aussieht. Ich meine, der kommt hier rein, könnte seine Schwester sein. Oder sie ist einfach mit 12 schwanger geworden oder so. Keine Ahnung. Okay, drücke das Touchpad, um deine aktuelle Position, deine Karte zu studieren oder deinen Fortschritt in der Story zu überprüfen. Das erste Mal seit 2 Jahren war er wieder zu Hause. Boah, was für ein Schwert! Ja, darf ne? Ich's mal halten? Das kannst du gar nicht halten, das ist so schwer. Jetzt, wo Shinra da ist, kann ich endlich wieder in Ruhe schlafen und die Wäsche draußen. Der alte Wasserturm, den hat man ja schon mal in einer Sequenz gesehen. Da saß er da oben mit Tifa drauf. Wie war es auf dem Wasserturm? Ganz so wie immer. In den 2 Jahren in Midgar hatte sich rein gar nichts geändert. Wirklich? Da kommen alte Erinnerungen wieder hoch. Schauen wir mal, ob Tifa zu Hause ist. Hast recht. Ich hätte meinen Sohn. Wie? Du warst auch bei mir zu Hause? Ja, war ich. Ich dachte, du wärst vielleicht da. Sehe ich das richtig? Ihr wart also Nachbarn? Ja, aber so viel Kontakt hatten wir gar nicht. Okay. Aus verschiedensten Gründen. Sollen wir einen Munitionskoffer? Und der Größte warst sicher du, was? Wieso ich? Vielleicht war Cloud damals ja noch zu schüchtern. Die Katze? Das war für unsere Katze. Wie hieß die noch gleich? Motzi? Motzi. Ja. Und war eigentlich immer unterwegs. So auch an jenem Tag. Haben wir nur Glück gehabt, dass die Katze nicht zu Hause ist. Die hat uns zerfleischt. Die Motzi. So. Oh, eine Kiste im Schlafzimmer der Eltern. Alles mitnehmen. Können wir gleich bestimmt irgendwo gebrauchen. Und Tifas Zimmer. Du warst in meinem Zimmer? Ja. Ja. Wie unhöflich, wenn sie nicht zu Hause ist. Das ist doch wohl nicht dein Ernst, oder? Ich will nur gucken. Hätt's nicht tun sollen. Cloud? Du Schwein! Wieso erzählt er das denn auch in seiner Nacherzählung von damals, was vor fünf Jahren passiert ist? Hätte er nicht sagen müssen, dass er an ihr Schrank war. Oh, schon interessant. Eine Mokri-Stoff-Plüschfigur. Cool. Ist schon sehr nice. So, man kann hier auch noch ans Klavier gehen und dann ein Klavierstück spielen. Aber im Let's Play werdet ihr das bei mir nicht zu sehen bekommen, leider, denn diese Klavierstücke hier, wenn man sie dann spielt, fügen zu urheberrechtlichen Einträgen auf YouTube. Es ist so komisch, weil diese Melodien, die da gespielt werden, die hört man eigentlich auch im Spiel selbst. Tifa-Theme zum Beispiel. Aber wenn man das da oben auf dem Klavier nachspielt, dann zählt das als Coverversion und wird so getaggt auf YouTube und dann, ja, war es das mit der Monetarisierung fürs Video. Ich verstehe es nicht. Man muss es nicht verstehen, aber es ist so. So, wir
gehen dann in den nächsten Bereich, und zwar Tifas Haus. Zielbereich, die geliebte Heimat. Da muss ich doch zur Herberge gehen, da. Und dann pennen wir da nochmal eine Runde. Aber es ist schon mal ein sehr interessanter Einstieg gewesen. Ich hoffe, euch hat es bisher, ja, bis hierhin gefallen. Wie gesagt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir machen in der nächsten Episode weiter. Oh, guck mal, hier trainieren sogar noch Kinder. Viele beschweren sich ja, dass es irgendwie so ein bisschen verwaschen aussieht, so also bei einigen Charakteren. Aber das war im Vorgängerspiel jetzt auch nicht großartig anders. Die Umgebung sieht ganz okay aus. Es läuft ganz gut flüssig. Mal gucken, wie sich das später noch entwickelt. Also Leute, das ist der Anfang von Final Fantasy VII Rebirth. In der nächsten Episode geht's weiter. Also schaltet gerne ein, wenn ihr Bock habt. Ich würde mich freuen. Bis dann. Ciao, ciao.